Wir kommen zur Krönung sozusagen des Tages, zur DINACON, Verleihung der DINACON Awards. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz nochmal ein großes Dankeschön an die Welle 7 und an den Workspace ausrichten. Es ist wirklich eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist in den letzten paar Jahren haben Sie immer wieder bewiesen, wie viel Geduld und Zusammenarbeitswille Sie zeigen. Also wir haben jetzt hier draußen eine rauchproduzierende Lötmaschine und wir haben, wie Sie es nachher sehen werden, noch Konfettikanonen etc. etc. Und Sie waren doch immer sehr großzügig und sind auf unsere Anfragen eingegangen. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Das sind diese wirklich tollen Räumlichkeiten. Gerne Applaus. Und genau, wie ich das heute Morgen schon angetönt habe, Go Vote, die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit hat dieses Jahr auch eine Wahlempfehlung abzugeben. Und zwar haben wir durch ein Bewerbungsverfahren über 35 Kandidierende aus verschiedenen Kantonen identifizieren können, die schon einen recht guten Track Record haben bezüglich digitaler Nachhaltigkeit. Das kann man bei uns auf der Webseite finden, das ist parldigi.ch und dann geht man auf den Tab Champions, da sieht man sie alle aufgelistet und man kann filtrieren nach Kantonen, dann finden Sie auch Ihre Kandidierende, die wir sehr zur Wahl empfehlen. Aber wählen Sie einfach, es ist mir fast egal wer, es ist einfach wichtig, dass Sie wählen. So. Okay. Gut, und noch eine kurze Ankündigung, bevor wir dann tatsächlich zu den DINACON Awards wechseln. Es ist nachher natürlich noch nicht Schluss, noch nicht Ende, sondern es ist erst das Ende, wenn die Hack Night vorbei ist. Und das könnte irgendwann mal zwischen 12 und morgens um 6 sein. Oleg und das weitere Organisationsteam ist natürlich mega froh, wenn sie selber Hand anlegen und sich durch die Nacht hacken. Alright. Für die DINACON Awards habe ich einen kompetenten Moderationspartner, der uns ein bisschen erklären kann, was es mit diesen DINACON Awards auf sich hat. Dafür möchte ich Torben Stephan auf die Bühne bitten. Torben ist Vorstandsmitglied bei CA Open und in der Working Group Public Affairs bei der OSB Alliance. Daneben organisiert er eben solche Events wie diesen hier oder auch die FOSS Asia. Und sein Brötli-Job sozusagen hat er bei der Stiftung Mercator, wo er das Programm Digitalisierung und Gesellschaft leitet. Willkommen, Torben. Vielen Dank. Super. Torben, es ist jetzt schon das dritte Jahr, an dem wir die DINACON Awards verleihen. Kannst du mir sagen, warum wir sie brauchen und was es so mit denen auf sich hat? Ja, also es ist natürlich immer ein wunderbarer Moment, wo man einfach zeigen kann, wozu ist Open Source in der Lage und warum ist es auch so wichtig, dass wir Open Source haben. Das gilt natürlich genauso für die Kategorien, sage ich mal, die sich nicht auf Open Source beziehen. Also das wäre Open Education und natürlich Open Data. Ja, das sind so die Dinge, für die CH Open steht. Und es ist letztendlich natürlich, sage ich mal, auch eine Möglichkeit, einfach so ein Show-off zu machen und zu sagen, schaut mal her, was gibt es hier für tolle Projekte. Und wir lassen uns da auch immer ganz gerne selber überraschen, muss ich sagen. Also ich war selber sehr, sehr überrascht. Wir haben über 40 Eingaben bekommen. Das ist ein neuer Rekord, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ja oder mache es ja dieses Jahr das erste Mal. Und es ist nicht nur von der Quantität her phänomenal gewesen, sondern auch von der Qualität her. Also es waren viele Sachen dabei, die kannte ich auch gar nicht. Und ich behaupte eigentlich, dass ich mich relativ gut auskenne da in diesem Bereich. Und ich war wirklich überrascht. Und die sind jetzt alle noch auf der Webseite zu sehen, oder? Genau, also es gibt über die DINACON-Webseite kann man dann auf die Awards gehen, beziehungsweise man kann auch direkt drauf, indem man awards.dinacon.ch eingibt und dort findet man dann im unteren Bereich wirklich alle Eingaben, die wir bekommen haben dieses Jahr. So, und wer wählt dann aus, wer diese Awards gewinnt? Kannst du mir was zur Jury sagen? Das mache ich gerne. Wir haben sie jetzt auch eingeblendet. Also wir haben eine relativ große Jury diesmal gewählt. Das sind alles Leute, die sich entweder schon sehr gut im Bereich Open Source auskennen oder, und da habe ich so ein bisschen Wert drauf gelegt, dieses Jahr auch Leute, die so ein bisschen von der Seite reinkommen, die in anderen Bereichen starke Kompetenzen haben.
ob das jetzt von Hochschulen ist, von Verwaltungen, von anderen Verbänden. Und so haben wir, glaube ich, ein recht buntes Bild an Jurymitgliedern. Und vor allem möchte ich denen auch danken für die Arbeit, weil man unterschätzt das immer sehr gerne. Also man denkt dann, ja, man guckt sich das nett an und dann wählt man irgendwie so ein bisschen aus. Nee, also man muss wirklich da auch die Sachen sehr intensiv durchlesen. Man muss auf die Webseiten gehen, sich angucken, was passiert da. Und das ist sehr zeitintensiv. Und dafür möchte ich jetzt allen mal danken. Vielleicht können die Jurymitglieder, die im Raum sind, mal ganz kurz aufstehen. Ist das möglich? Jawohl. Hoch mit euch. Vielen Dank. Einmal vielen Dank für eure Arbeit. Genau. Ein paar von denen werden wir auch noch auf der Bühne sehen gleich, weil wir gesagt haben, also wir sind eine große Jury und deshalb sollen auch Vertreter der Jury dann am Ende die Preise überreichen. Genau. Ja. Genau. Ich würde vielleicht ganz gerne noch was zu den Kategorien sagen. Ja, ich glaube, das ist auch der nächste Slide, den wir vorbereitet haben. Genau, wir haben diesmal gesagt, wir legen von Anfang an Kategorien fest. Das war ein bisschen auch ein Risiko, weil es sollten sich ja schon so wenigstens 5 also Projekte bewerben in jeder Kategorie, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und das haben wir auch geschafft. Also es sind über 5 pro Kategorie gewesen. Neu dazugekommen, also den Best Open Source Award, den kennen wir natürlich. Der hieß bis vor kurzem noch Classic Award, aber da geht es eigentlich um das Open Source Projekt. Neu hinzugekommen sind der Newcomer Award. Das sind also Open Source Projekte, die jünger als 3 Jahre sind, also noch relativ am Anfang stehen. Und der Best Practice Award, der eigentlich dafür vergeben wird, also auf die Anwenderseite, also sage ich mal Unternehmen oder eben auch Verwaltungen, die Open Source oder auch Open Data vorbildlich einsetzen. Genau, ansonsten Open Data Award und Open Education Award kennen wir auch schon aus dem letzten Jahr. Okay. Genau, gut. Also diese DINACON Awards, die entwickeln sich immer ein bisschen weiter. Weil sie gehen mit der Zeit. Ja, so ist das, genau. Okay. Ja, dann, gut, dann bitte ich pro Kategorie jemand auf die Bühne und soweit ich weiß, fangen wir rückwärts an. Wir fangen so mit der das. Open Education Award an und dafür möchte ich gerne Jörg Berkel auf die Bühne bitten. Das wird jetzt so verlaufen. Jörg wird Ihnen die 3 Nominees der Kategorie Open Education vorstellen, ein bisschen was über die 3 Projekte erzählen. Danach werden wir verkünden, wer der oder die Gewinnerin ist oder das Gewinnerprojekt. Ich bitte dann den oder die Gewinnerin auf die Bühne zu kommen. Dann gibt es eine Übergabe des Awards und es gibt eine kleine Fotosession hier oben und man darf dann auch kurz was dazu sagen. Einfach so, dass wir wissen, wie das dann läuft. Alright. Jörg, ich überlasse dir die Bühne. Ist noch nicht an? Test. Okay. Oh, jetzt ist gut. Wir haben 3 Projekte nominiert, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Zuerst möchte ich euch Open School Maps vorstellen. Ein recht junges Projekt. Letztes Jahr haben sie offiziell gestartet. Es ist eine offene und partizipative Bildungsressource. Und zwar seht ihr, es sind Lehr- und Lernmaterialien zu Geografie und Geoinformationssystemen. Sie haben bis jetzt Materialien auf Deutsch, Französisch und Englisch erstellt. Es sind didaktische Materialien für Schule oder für Selbstlerner. Und der Fokus dabei ist auf OpenStreetMap oder QGIS. Des Weiteren verbirgt sich dahinter ein offenes Git-Repository. Das heißt, man kann mitwirken über Pull-Requests oder über Diskussionen. Und es ist, wie ihr schon gesehen habt, hat es einen Schweizer Fokus. Ist aber in allen Sprachen erhältlich. Okay. Dankeschön. Als Zweites möchte ich euch Sui Generis vorstellen. Es ist eine Open Access Journal, das seit 4 Jahren online herausgegeben wird. Es hat den Fokus auf das Schweizer Rechtssystem. Und das Besondere daran ist, dass es nicht nur peer-reviewed ist, sondern es folgt dem Platin Open Access Modell. Das heißt, weder den Autoren noch der Leserschaft werden Gebühren abverlangt. Und bisher wird es durch
durch viele Schweizer Universitäten gefördert. Und zum Schluss möchte ich euch noch auf LabDo hinweisen. Das ist etwas, wo ihr auch alle selbst mitmachen könnt, sei es als Privatperson oder Firmen, wenn ihr Hardware-Spenden habt. Es ist ein weltweit agierendes Bildungsprojekt, das gespendete Laptops, E-Book-Reader oder Tablets möglichst klimaneutral für Bildungsprojekte in der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Und die Geräte werden mit freien Betriebssystemen ausgestattet. Es kommen freie Lernprogramme darauf oder zum Beispiel Offline-Wikis, dort wo wenig Internet-Konnektivität vorhanden ist. Und seit 2012 ist es im deutschen, im deutschsprachigen Raum mit verschiedenen eingetragenen Vereinen existent und auch in Bern, Zürich und an anderen Orten könnt ihr einfach Geräte abgeben, die dann aufbereitet und verteilt werden. Sinnvolles Recycling sozusagen. Alright, Dankeschön. And the winner is? Open School Maps. Gerne auf die Bühne kommen. So, jetzt haben wir... herzlichen Glückwunsch. Wie ist es so? Was machst du jetzt mit diesem Gewinn? Was macht ihr mit diesem Gewinn? Was bedeutet er für euch? Also zunächst möchte ich mal mich bedanken, da dieses Logo hat vielleicht auch noch Überzeugungsarbeit geleistet. Das ist vor einem Jahr entstanden und da danke ich dem Autismus Link. Ist jemand von Autismus Link hier? Ich glaube, die waren letztes Jahr hier. Die waren hier und Die haben das gespendet, das okay. Logo. Oh, cool. Das ist mal der Dank vorab. Und ich werde es nutzen, eben um Inhalte zu verbreiten, wie man OpenStreetMap erfasst. Aber in Zukunft, es ist auch jetzt eines gerade heute geplant, mit Wikidata zu erfassen, um zu ermutigen und die Angst zu nehmen, dass man da mitmachen kann. Ja. Alright. Das ja, super. Gerne. Dann viel Erfolg für die Zukunft und herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Vielen Dank, Jörg. Ja. Als nächstes möchte ich gerne Niki Böhler auf die Bühne bitten. Sie ist die Juryvertretung für die Kategorie Open Data Award. Ohne A, Award. Award A. Niki, wen haben wir denn in der Auswahl für den Open Data Award? Ja, in dem Fall fange ich mit Badewetterindex an. Das ist ein sehr beliebtes Thema. Und zwar zeigt es einem auf, wo man jederzeit am besten baden gehen kann in der Schweiz. Und wir haben das Projekt nominiert, weil es sehr schön umgesetzt wurde, vorbildlich verlinkt zu den offenen Daten, insbesondere Wetterdaten, die genutzt werden. Und weil es ein Projekt von Studenten für Studenten ist, was wir auch besonders schön finden. Cool. Umweltrating oder Eco-Rating, das ist ein Projekt, das analysiert die Umweltfreundlichkeit von Politikerinnen und Politikern anhand von ihrem Stimmverhalten oder dem Stimmvorhaben. Aus unserer Sicht ist das ein sehr relevantes Projekt, weil es die Transparenz in der Politik stärkt. Es ist super schön umgesetzt und natürlich sehr aktuell, weil am Sonntag die Wahlen stattfinden. Was wir dem Projekt noch auf den Weg geben möchten, ist, dass Sie doch direkt zu den offenen Daten verlinken sollen, die Sie nutzen und gerne auch das ganze Open Source programmieren. Okay, und als drittes habt ihr nominiert? What ist ein Projekt, da kann man sehen, wie viel Energie verschiedene Alltagsaktivitäten wie eine Online-Suche oder eine Zugfahrt benötigen oder verbrauchen. Wir denken, das ist super relevant, weil Energie eine zentrale Rolle spielt, um den Klimawandel zu bewältigen und möchten mit dieser Nominierung das Team motivieren, das Projekt weiterzuentwickeln und das weiter voranzutreiben.
Okay, also ich hoffe, dass die Vertreter dieser Projekte jetzt in den Startlöchern stehen, um aufzustehen und hier auf die Bühne zu kommen, wenn sie dann wissen, wer der Gewinner ist. Eco-Rating! Umweltrating! Herzliche Gratulation! Okay, ja, ich glaube, der Knall hat unsere Präsentation durcheinander gebracht. herzliche Gratulation auch von mir. Was bedeutet für euch der Gewinn? Ja, der ist für uns sehr wichtig. Also ich bin wirklich überwältigt. Ich finde es super und der Termin könnte nicht besser sein. In 2 Tagen sind Wahlen, also geht auf die Webseite, schaut es an. Vor den Wahlen gibt es immer ganz viele Parteien, die die Umwelt und das Klima plötzlich wichtig finden. Mit dem Umweltrating sieht man, wer es wirklich wichtig, richtig umsetzt, nicht nur einfach verspricht. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr wählen gegangen seid, später in 1 Jahr, 2 Jahren nachschauen gehen, haben sie das wirklich eingehalten, was sie versprochen haben. Okay, super, vielen Dank. Entschuldigung. So, und als nächstes möchte ich gerne Judith Belesch auf die Bühne bitten, diese Juryvertretung für den Best Practice Award. Judith, du erzählst uns ein wenig über diese Kategorie Best Practice Award und wer da alles nominiert wurde. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal hier zu sein. Das erste Projekt, das wir vorstellen heute, ist Code Siemens. Das ist innerhalb von Siemens eigentlich eine interne Plattform, also nicht ganz so open, aber closed open. Und innerhalb von Siemens, doch ein sehr beträchtlicher Konzern, hat diese Plattform einen Kulturwandel herbeigeführt. Nach eigener Aussage leisten sie mittlerweile den größten Beitrag zu GitLab nebst anderen OSS-Projekten. Diese Plattform gibt es nunmehr operativ und erfolgreich seit 2015 und sie hat mittlerweile 29.000 Nutzer innerhalb von Siemens, also doch sehr beachtlich. Und es ist ihnen gelungen, eine echte Community mit Best Practice Adoption innerhalb des Konzerns aufzubauen. Mhm. Das nächste Projekt ist ein bisschen speziell, ist nämlich keine Software, sondern ein Service innerhalb der kantonalen Verwaltung von Bern. Dieser Service berät alle Behörden des Kantons darüber, wie, ob und in welcher Form sie ihre Software veröffentlichen können. Innerhalb des Kantons sind die Ausgaben für ICT betragen 200 Millionen. Für die ganze Schweiz, inklusive Bund, Kanton und Behörden, betragen sie sogar 3 Milliarden. So gesehen ist das Potenzial natürlich sehr groß, Open Software innerhalb der öffentlichen Ämter zu etablieren. Bisher hat dieser Service zwar nur ein Projekt umgesetzt im Bereich GIS, also ein junges, unschuldiges Pflänzchen, aber die Jury hat da Potenzial erkannt für ein Rollout innerhalb von allen öffentlichen Verwaltungen und namentlich einer großen Geldersparnis für den Steuerzahler. Okay, dann noch die dritte Nomination. Und das letzte Projekt heißt FUS, ist kein Schweizer Projekt, ist innerhalb des italienischen Südtirols in einem Schulbezirk. Und zwar ist eine Software, die bereits 2005 ausgerollt wurde und an 80 Schulen in diesem Bezirk schon benutzt wird, von 1.800 Lehrkräften und 16.000 Schülern. Finanziert ist es mitunter, aber vor allem von den Bildungsbehörden aus der Provinz Bolsonaro in Italien. Und das ist wirklich bemerkenswert, nebst natürlich ökonomischen Betrachtungsweisen, vor allem aus ethischen Gründen etabliert worden. Und zwar geht es um Free Software und darum, wirklich niederschwellige und kostenlose Bildung für alle zuzulassen. Okay, all right. Und jetzt kommen wir wieder zur Kanone.
And the winner is? And the winner is Open Source Platform Bern. Ja, vielen Dank und auch herzlichen Glückwunsch. Besten Dank. Was bedeutet dieser Gewinn für Sie, für den Kanton Bern? Eine große Überraschung mal als erstes, eine große Überraschung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass unser Projekt den Award gewonnen hat, auch wenn wir nicht ein Open-Source-Software-Projekt sind. Wir sind aber der Überzeugung, dass wir, wie Sie das angetönt haben, mit diesem Service sehr viel dazu beitragen können, viel Geld zu sparen in Zukunft. Nicht nur im Kanton Bern, sondern auch für alle anderen Kantone, weil das Ganze ist ja öffentlich verfügbar auf GitHub, kann jeder profitieren davon. Okay, super. Vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Danke, Judith. So, und für die zweitletzte Kategorie oder die zweiterste, wenn man es von hinten anguckt, möchte ich gerne Brigitte Hulliger auf die Bühne bitten. Sie hat den Award Best Newcomer Award geleitet. Hallo Brigitte. So, und jetzt erzählst du uns mal ein bisschen was über die Nominierten. Ja, fangen wir an mit DuckDuckGo. Wer kennt es nicht, wir müssen immer wieder Präsentationen machen und dann geht PowerPoint oder was auch immer wir verwenden, überhaupt nicht gut und ist auch nicht Open Source. Und DuckDuckGo bietet eine Lösung dafür. Das ist ein Pet-Project von zwei Entwicklern und eigentlich so ein bisschen eine Nacht-und-Nebel-Aktion entstanden. Und man kann mit sehr, sehr einfachen Mitteln, mit wenigen Klicks online eine Präsentation zusammenstellen. Und diese Präsentation wird dann als verschiedene Devices, also sei es mobile, sei es über Desktop oder was auch immer, verteilt. So kann man auch gleich den Zuschauern oder Zuhörern die Slides live mitgeben. Und ja, das finden wir eine super Sache. Versucht's mal, ist wirklich einfach. Und die Präsentationen sind dann auch am Schluss als Webapplikation, als Progressive Web Apps verfügbar im Web. Cool, interessant. Das zweite Projekt, das uns sehr gut gefallen hat, ist Kaluma. Wer kennt es nicht von früher her oder auch heute noch in der Verwaltung oder auch sonst, immer füllen wir irgendwelche Formulare aus. Diese Formulare schicken wir irgendwo hin, da schaut jemand mal drüber, dann geht es weiter, wahrscheinlich dann noch mit einem Laufzettel und so weiter und so fort. Und bis dann am Schluss entschieden wird, ob jetzt mein Antrag oder was auch immer ich eingegeben habe, akzeptiert wird oder so, hat es wahrscheinlich schon Kaffeeränder drauf und überhaupt. Kaluma bietet da eine Lösung dafür. Kaluma ist eine Software, eine Open-Source-Software, wo man solche Prozesse, formularbasierte Prozesse digitalisieren kann. Man kann die Formulareingaben machen, man kann dahinter ein komplexes Rollenmodell abbilden und so kann man diese ganzen Prozesse sehr einfach halten und digitalisieren. Das Projekt ist vor gut einem Jahr gestartet und ist heute bereits produktiv im Einsatz, was wir sehr bemerkenswert finden. So, und der letzte Nominee? Last but not least, Unchained Shop oder auch Unchained Engine. Ist ein Projekt, das ist ein eigentlich E-Commerce-Webshop, kennen wir doch alle und von denen gibt es schon ganz viele auf dem Markt. Aber bei Unchained Engine oder Unchained Shop ist das Ganze Open Source. Die Entwickler, die das gemacht haben, sind vor 2 Jahren haben sie gestartet und standen vor der Wahl, welchen Shop wollen wir verwenden oder auch nicht. Sind auf keine schlaue Lösung gekommen und getreu dem Motto Eat your own dog food, haben sie es einfach selber gemacht. Genau. Okay. Get ready. And the winner is? The winner is Kaluma. Woo!
große Ehre für uns und eine große Überraschung. Wie schon gesagt, wir sind ein bisschen länger als ein Jahr in der Entwicklung. Haben wir jetzt gemerkt, dass das für uns sehr gut funktioniert bisher. Haben schon ein paar Erfolge damit sammeln können. Und jetzt natürlich der erwartende tolle Möglichkeit, um auch zu sagen, dass wir darauf jetzt darum, um das Tool jetzt eine größere Community aufbauen möchten. Mhm. Und das mit so einem Award bestätigt wird, ist einfach fantastisch. Und dafür bedanken wir uns. Schön, viel Erfolg damit. Vielen Dank. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Brigitte. Gut, und bevor wir zur letzten Kategorie kommen, Best Open Source Project, darf ich bitte zuerst Christian Hunziger auf die Bühne bitten. Er ist Geschäftsführer des Verbands Swiss ICT und er hat eine kleine Überraschung für die Gewinner dieser Kategorie parat. Hallo Christian. Hallo. Voilà. Langsam wird es gefährlich hier oben, ja, aufgepasst. Herzlich willkommen, auch von meinem Namen, Christian Hunziker, Geschäftsführer von Swiss ICT. Und Swiss ICT ist der Hauptorganisator vom Digital Economy Award. Die einen oder anderen schon bekannt, wir haben das letzte Jahr zum ersten Mal gemacht, den Digital Economy Award. Vielleicht noch mal ganz kurz, worum geht es? Der Schweizer Wirtschaft geht es gut, weil wir die letzten Revolutionen, industriellen Revolutionen immer fertiggebracht haben, uns gut aufzustellen weltweit. Aktuell befinden wir uns in einer weiteren Revolution, nämlich der digitalen Revolution. Und unser Eindruck ist, dass die Schweiz in dem Bereich noch nicht so unterwegs ist, wie sie sein sollte, um unseren Lebensstandard, um unsere Arbeitsmöglichkeiten hochzuhalten. Deshalb haben wir diesen Digital Economy Award aufgegleist. Er basiert auf anderen Awards, die es früher gegeben hat, den Swiss ICT Award und den Digital Transformation Award. Und unser Ziel ist es wirklich, die Projekte herauszuheben, die Firmen, die Bühne zu geben, die den Mut gehabt haben, Neues zu machen, in der Digitalisierung sich zu investieren und neue Chancen aufgebaut haben für die Schweizer Wirtschaft. Das ist wichtig, denn sonst werden wir alle irgendwann Probleme bekommen mit der Wettbewerbsfähigkeit. Bei diesem Award haben wir vier verschiedene Kategorien. Wir haben die Kategorie Next Global Hot Thing. Das sind Firmen, die bereits digital gestartet sind und die jetzt den internationalen Durchbruch schaffen wollen. Letztes Jahr war das zum Beispiel die Firma Auterion, vielleicht schon mal gehört, das ist eine Drohnenfirma, die auf Open-Source-Basis übrigens ein Betriebssystem hergestellt hat für kommerzielle Drohnen. Eine zweite Kategorie ist dieser Digital Transformation Award, wo wir Firmen auszeichnen, die sich transformiert haben, und zwar das ganze Firma komplett. Dann haben wir die Kategorie Digital Innovation, wo wir spezielle Produkte auszeichnen wollen. Letztes Jahr war es zum Beispiel die Post mit einem Projekt von Modum auf Blockchain-Basis, mal eine Anwendung von Blockchain nicht rein im finanziellen Umfeld drin. Und die vierte Kategorie, wir nennen das der Highest Digital Quality, da geht es darum, einzelne Kompetenzen speziell hervorzuheben, sei es um User Experience, sei das Vorgehen oder eben Einsatz von Open Source Technologie, weil das ist ebenfalls etwas, was wir voranbringen wollen. Deshalb ist die Abmachung gewesen, dass wer hier diesen Preis gewinnt, als Projekt in dieser Kategorie, ehemalige Classic, ist automatisch ein Finalist beim Digital Economy Award, der am 28. November in Zürich stattfindet, im Hallenstadion. Bundesrat Guy Parmelin als Wirtschaftsminister wird da die Einführung machen. Wir haben vom Fürstentum Liechtenstein den stellvertretenden Regierungschef, der ebenfalls vor Ort ist. Es lohnt sich wirklich dabei zu sein, also nicht nur für den Sieger hier, auch für die anderen. Wer etwas mehr Informationen haben will dazu, kann gerne bei mir vorbeikommen. Kann ich das etwas weiter vertiefen noch. Und in dem Sinne ist eine halbe Überraschung, denn es war letztes Jahr schon so, dass der Sieger dieser Kategorie dazukommt. Aber wir hoffen natürlich auch wieder, dass es dieses Mal der Sieger von deiner Kunde auch der Sieger der Gesamtkategorie wird. Vielen Dank, Christian. Da sind wir aber sehr gespannt. Also haben unsere Nominierten die Chance, von der einen Oscar-Verleihung zur nächsten zu reisen. Genau. Okay, für die Vorstellung der Kategorie Best Open Source Project bitte ich noch Lukas auf die Bühne. Voilà. Du sagst uns jetzt etwas über die Nominierten von Best Open Source Project. Genau. Als erstes nominiert war Nextcloud. Alle, die vorhin da waren in den Lightning Talks, haben zum Glück schon etwas gehört davon. Das ist eine der führenden Open Source Alternativen zu Produkten wie Google G Suite, aber auch zu Microsoft Office 365. Ist natürlich Open Source und hat einen ziemlichen Einfluss, eine ziemliche Verbreitung gefunden in der Schweiz, aber auch in Europa.
Also die Präsentationen laufen jetzt auch über Nextcloud, einfach so zur Info. Gut. Als nächstes nominiert haben wir das Projekt Wire. Wire ist eine App und eine Web-Applikation, welche im Prinzip wie Skype oder so funktioniert. Ist eine Kommunikationsplattform mit einer Audio- und Videokommunikation. Ja. Und zu guter Letzt haben wir auch Zamat nominiert. Zamat ist ein Open-Source-Helpdesk-System. Es hat eine sehr moderne UI und es ermöglicht Firmen, die eben ein Helpdesk anbieten wollen, die Daten wirklich in-house zu behalten, sicherzustellen, dass sie die Daten nur bei sich haben und nicht sonst überall auch. Okay. All right. And the winner is, get ready, hold your hats. Zamat. Herzlichen Glückwunsch. Und was bedeutet der Gewinn für euch? Vielen Dank, mein Herz schlägt noch. Wir haben nicht damit gerechnet. Der Gewinn für uns bedeutet eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch, dass wir weitergeben wollen, dass Leute, die offen sein wollen, ihre Gedanken, ihren Quellcode teilen wollen, ihnen Mut zu machen, den richtigen Weg zu gehen. Cool. Ich drücke euch ebenfalls die Daumen für den Digital Economy Award. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Okay, bevor das jetzt hier oben lebensgefährlich wird, weil es hier so rutschig ist, machen wir jetzt bald mal Schluss. Wir hoffen natürlich, dass diese Awards auch weitere großartige Projekte in diese Richtung inspirieren und sind gespannt, was wir nächstes Jahr für Eingaben bekommen. Vielen Dank, Torben, für deine Hilfe und für die Leitung der Awards. Willst du noch was sagen? Komm mal hoch. Also für alle Gewinner, ich habe hinten noch Boxen für die Trophäen, damit die nicht kaputt gehen. Ja, das ist noch gut zu wissen. Okay. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich fast nichts anderes übrig, als mich nochmal beim Team zu bedanken. Das Team, welches diesen Tag überhaupt ermöglicht hat, das ist Matthias Stürmer, Laura Kieser, Nathalie Brucker, ich, Francesca Giardina, Nicolas Christner, Adrian Gschwend, Janis Walauta, Torben Stefan, Oleg Lavrovski, Christian Güder, Philipp von Bergen, Maurice Coderoy. Ich bitte euch noch auf die Bühne, dann kann man uns noch beklatschen, währenddem ihr schon auf dem Weg ins Apero seid und den Tag Revue passieren lassen könnt. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme, fürs Mitmachen und für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen.